Punkte. Was? Ja. Ja. Ist es egal? Trage jetzt im Brawlstars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Unter allen Leuten, die meinen Creator-Code im Shop verwenden, wird im Februar jeden Tag ein Gewinner 15 Euro iTunes oder Google Play gewinnen. Macht dafür einfach ein Video, wo ihr etwas mit Juwelen im Shop kauft mit meinem Creator-Code und markiert mich auf Instagram, um teilzunehmen. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Was geht, Freunde? Wir haben hier Hallo. Zwei Freunde am Start. Moinsen. Zu meinem Arthur Marx. Was geht? Freunde, er ist auch hier in Berlin und ist in der Beschreibung von dem Check-in Up und der Clash Games. Moin. Moin, was geht, Freunde? Hi. Und Freunde, ihr seht schon, 4000 Gems sind hier auf dem Account. Richtig krass, ne? Mega, mega nice. Dafür werden wir uns auf jeden Fall ein paar Megaboxen hier kaufen und alle drei werden wir eben raten, was ich ziehe. Und wir schauen mal, ja, welche am meisten Punkte bekommt. Ihr ratet auf jeden Fall auch gerne mit, Freunde. Punkt ist gar letztes Mal eingeblendet. Wenn ihr einen seltenen Brawler zum Beispiel richtig erratet, bekommt ihr einen Punkt. Und was ist, wenn man einen legendären Brawler richtig errät? 3 Punkte. Falsch. Dann bekommt man 10 Punkte, Freunde. Ja, auf jeden Fall sehr nice. Ich würde sagen, wir starten schon mal mit der ersten Box los, Freunde. Let's go. Und 2. Oh mein Gott. Was ich ist das? Ich sag, wohl? Du ziehst mich. Was sagst du? Boko. Auch Boko? Ja. Okay, ich sag, ich zieh den Boxer. Und? Oh, die Boxerin, okay. Freunde, die Boxerin. Okay. Aber ist doch schon mal ein nicer Start. Würde ich sagen, weiter geht's. Anfang sind natürlich die vorgegebenen, Freunde. Die richtigen Megabox-Kenner, die wissen das schon. Ja, auch, dass hier jetzt einer drin sein wird, nämlich. Und zwar ein... Florida, welcher? Komm mich nicht so an, Lukas. Ich sag, da drin ist, jetzt bin ich da drin. Okay, was sagst du? Barley. Ich sage, jetzt haben wir den Boxer. 3, 2, 1 und... Ja! Das ist ein Punkt für Arthur Marx, Freunde. Krass, krass. Okay, würde ich sagen, weiter geht's hier, Leute. Let's go. 3 verbleibende. Ja, da ist nichts drin. Okay. Und dann sollte der nächste Mal jetzt kommen. Gebt mal keinen Tipp, Freunde, aber... Keine Kloschüssel. Ich sage Darrell. Darrell, Freunde. Boxer. Und wir haben Darrell! Ja, Mann! 2 Punkte, Freunde. Hey. Let's go. Richtig gut. Okay, und ab jetzt ist es offen, Jungs, ne? Was ja, ist komm, jetzt siehst du Leon. 5 verbleibende, da schauen wir mal. Einer. Neues. Leon. Okay, ich sage, ich ziehe den Boxer. Ich auch den Boxer. Komm, Leon, Leon, Leon. Oh, der Boxer, Freunde. Grüße gehen raus, Pookie und Marvin. Nice, Alter. Okay, da haben wir nochmal beide einen Punkt. Ne? Kevin, was sagst du dazu? Ruhe. Okay, Freunde, weiter geht's natürlich direkt. Und 5 verbleibende. Na, okay. Leider hier nichts drin. Kann man nichts machen, Freunde. Aber wir haben ja noch ein paar Boxen, würde ich sagen, am Start. Das sollte auf jeden Fall klar gehen. Let's go, ein bisschen Gemüse schnibbeln hier. Oh, okay, was Neues. Diesmal würde ich sogar sagen, ja, oder sag erstmal. Karl. Ich sage auch Karl. Ich sage, ich ziehe Frank. Okay, Leute, 3, 2, 1 und. Oh. Du Kevin. Hast mich gezogen, Alter. Ja, Mann, auf jeden Fall Grüße gehen raus an Kevin. Hi. Danke, Bro. Grüße zurück. Weil Kevin steht einfach so komplett hinter mir. Ihr könnt eigentlich schon ein bisschen. Ja, genau so. Da ja, sind auf jeden Fall jetzt stehe ich gut, Freunde. Hallo. Definitiv. Okay, Leute, weiter geht's hier. Let's go. 5 verbleibende. Kann immer was sein, muss aber nicht. Nein, in dem Fall nichts. Okay, let's go. Weiter geht's. 5. Wir machen jetzt den 5-Tanz, Freunde. Ja, Freunde, das ist der 5-Tanz. 5 verbleibende. Ich weiß gar nicht, ob ich in die Kamera gucke. Stell dir vor, ich würde jetzt so 8 ziehen. Ja, mach mal. Dann wird das Hotel zusammengeschrien. Übrigens, Freunde, wir sind gerade im Hotel, nicht dass ihr euch wundert, warum wir hier so komisch positioniert 6 sind. 6. Oh, oh, oh mein Gott, Junge, was? Pieper? Ich sage Pieper! Ey, ich sag auch Pieper. Was sagst Frank. Du? Und? Oh, oh shit! Alter, oh shit! Lol! Alter, das ist krass, Digga. Oha, 3 Punkte für Arthur Marx. Hab ich überhaupt schon einen Punkt? Ich hab 0 Punkte, glaube ich. Ja, ich hab 0. Oha. Junge, als ob er einfach Frank richtig tippt. Also alle, die das auch richtig getippt haben, sehr nice, Freunde, sehr nice.
Die aktuelle Situation gefällt mir nicht. Okay. Ich muss mir jetzt mal einen Punkt holen, Freunde. Vier. Vier verbleibende. Okay. Das sind ja nicht vier verbleibende. Ja, aber Freunde, wenn das passiert, dann Crow. Let's go. Hier war leider auch nichts drin, aber es geht direkt weiter. Fünf. Ja, du bist ja der Krähenmeister. Oh, Freunde, was ist das wohl? Ich sage... Warte mal, was hast du denn noch nicht? Alles. Penny. 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 Max. Oh, krass. Krass, natürlich sage ich sage... Karl, die Kloschüssel. Und? Was? Oh, lol. Okay, krass, Digga. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Warte mal, wir schauen mal. Kurzer Account-Zwischenstand hier, Freunde. Zwei epische, ein super seltener. Ja, okay. Ja, gut, ne? Das sind die Tipps auf jeden Fall. Wahrscheinlich die nächsten relativ eindeutig, sage ich einfach mal. 7 mal 7 oder 8. Ja, das wäre stabil, Freunde. Das wäre stabil. Let's go. 4. 4. 7 mal 2 und dann 2 Brawler. 5. Schade, Freunde. Let's go, weiter geht's. 5. Und immer diese 5er wachsen, Mensch. Was soll man denn dazu sagen hier? 5. Eieiei. Oh, 6 verbleibende, Leute. Penny. Oh, okay. Ich hätte fast getippt, Freunde. Karl. Ich sage auch Karl. Nee, ich sage Rico. Ich sage Rico. Okay. Und? Bitte. Was? Yo, Chini, Digga. Ja, ich hab nur einen super seltenen. Hä? Leute, let's go, Alter. GD. Der Piratenbruder, ihr kennt ich ihn. Ich verstehe das nicht. Ich Kevin muss da mein Handtuch. Okay, sehr nice, Alter. Auf deinen Nacken, Bruder. Na, no, danke dir auf jeden Fall. Ich hoffe, das ist nicht nass. Nein. Na, let's go, Freunde. Weiter geht's. Wir haben 5 verbleibende. Okay. 19 Juni. Oh. 6. Penny! Let's go. Weiter geht's direkt wieder. Karl. Leon. Penny! Und? Nein, oh Mann! Ja, Mann! Ich habe immer noch 0 Punkte! Oh. Nochmal 2 Punkte. Ey, wenn ich in dieser Folge mit 0 Punkten rausgehe, verstecke ich mich hier drunter. Ja, das würde ich aber auch sagen, Kevin. Das ist auf jeden Fall dringend notwendig. Okay, weiter geht's. Penny! Penny! Oh, Penny! 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 Ich sage Rico. Bitte Max. Penny. Immer noch Max. Bitte Penny. Und? Ja! Oh, let's go. Ja, die ersten 2 Punkte, Freunde. Junge, ey, Alter. Freunde, wir haben auf jeden Fall noch die Hälfte der Gems. Rico. Ja, hier ist nichts drin. Rico. Ja, entspann dich, Kevin. Es Rico, geht Rico. Ich muss Punkte sammeln. Die nächste Box. Ich muss Punkte sammeln, Freunde. Ja, alles entspannt, Rico, Kevin. Rico. Chill mal. Ja, okay. Okay, 5 verbleibende. Kann man nichts machen, Freunde. Was soll das denn hier? 5. Ich hab jetzt so warm mit diesem Handtuch gerade, Alter. Das geht gar nicht klar, Freunde. Freunde, nämlich, dass ich hab eh nur ein T-Shirt an. Ja, perfekt. Okay, Leute. Ich muss mir auch gleich ein T-Shirt anziehen. Und wir haben 5. Digga, also jetzt kommt eine Durchstrecke gerade mal. Da freut sich der Marvin ganz besonders immer drüber. Oha, 5. Was sagen Sie dazu, Herr Atomax? Okay, komm, Atomax. Oh nein, der Quetercode. Oh mein Nein. Gott, Leute! Ey, hast du das gerade echt gemacht? Freunde, vergesst niemals den Creator-Code, oh Lukas. Oh Mann, so wir reden nicht das immer. Jeden oh Tag Gott. Und so dann vergisst du das einfach. Das ist echt RIP, Digga. Das ist echt RIP. Oh no. Oh Junge, Alter. 6! Aber wir haben das bringt Glück, Leute. Das bringt Rico, Glück. Rico. Direkt Creator-Code rein, ich sag, wir ziehen Spike. Rico, Rico. Leon. Rico. Und? Rico. Ja! Freunde, ihr habt's gesehen, direkt Creator Code rein und einen Brawler gezogen. Oha! Jetzt noch ein. Was? Okay. Ich sag dir, Creator Code bringt Creator Code. Ich sag. Also nein, lass ich mich nehmen. Gib mir kurz. Ich sage Sandy. Gib mir kurz eine Sekunde. Okay, Kevin, dann gönn dir mal dein Handtuch hier. Das muss hier ordentlich sein. Komm, Pieper. Ich sag Pieper. Pieper! Ne, wieso du auch? Okay, Leute, okay. Sorry, Sandy, let's go! Oh! Okay, der nächste epische Brawler. Die Kneipenschlägerin. Ja, Mann, let's go, weiter geht's. Ey, ich hoffe echt, Leute. Ich hoffe echt jetzt, dass es besser klappt noch. Ja, 5, okay. Ey, mach kein Auge hier, Kevin. Der pustet mich die ganze Zeit an hier, Freunde. Okay, 5. Muss jetzt noch was kommen hier. Gönn! Ja.
Alter, Mann. Let's go. Ich habe gerade einen neuen Trick, wie man 7 kriegt. Weißt du, wie der geht? Wie geht der? Man nimmt den Föhn. Warte mal. Und dann machst du deine Frisur so ein bisschen. Ja. Und jetzt kommt die Box auf dabei. Oh mein Gott, ja. Und? Boom. Okay, dann. Vielleicht hat sich das aufgeladen, dafür gleich noch. Einmal ja, drin. Nee. Na. Freunde, was soll man dazu sagen? Ey, Alter, jetzt hatten wir so oft schon 5. Oh, man. Das ist aber echt Riff. Freunde, was soll man dazu sagen? Warte, ich mach mal den Föhn an. Mach jetzt die Box auf. Ja, 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 ja. Mach ich. Direkt, Freunde, let's go. Und. Jetzt musst du noch Atomax anfangen. Ja, ja, warte mal, jetzt. Jetzt. Und? Stopp. Hey. Das hat Atomax Glück gehabt, weil wenn ich jetzt das gezogen hätte, hätte er immer den Föhn im Gesicht gehabt. Für das ganze Video vorhin, ihr wisst Bescheid. Junge, was ist das? Warte, wir brauchen noch einen Trick. Vielleicht den Kreis drehen. Freunde. Ja, ja, dreh dich einmal im Kreis. Dreh dich einmal im Kreis. Bitte dreht euch mal beide im Kreis. 3, 2, 1. Und go! Und? Oh, ja! Es hat was gemacht. Oha, oha, es hat was gemacht. Oha. Let's go, okay. Schauen wir mal, was wir haben. Einfach bleiben. Leon! Das ist schwierig. Warte, ich muss das mal eben kurz analysieren. Ich sage Leon. Ich sage Mr. P. Leon? Was sagst du, Kevin? Ich sag Crow. Und? Ja! Fünf Punkte, Freunde. Alter, als ob. Wieso ziehst du eigentlich nicht Crow? Was ist los? Ich hab keine Ahnung von. Aber, Junge, Mr. P richtig getippt. Wie nee, krank Mann. Ist das? Nee, wie viele Punkte habe ich? Ist ich hab 4 Punkte. Du hast mit einem Brawler 5 bekommen. Ich hab einmal ein Hashtag Sad Clash Games in die Kommentare. Junge, das ist crazy, Mann. Das ist crazy. Och, Manu. Alter, Freunde. Okay, ja, das ist doch schon mal, würde ich sagen, ganz gute Ausgangslage jetzt für mich. Das sollte vorn liegen. Die Situation aktuell gefällt mir. Ja, okay, das ist auf jeden Fall kritisch. Ich tippe gleich den legendären Brawler einfach, da habe ich euch beide hochgenommen. Okay, let's go. Aber zieh jetzt nochmal wenigstens ein. Ja, Freunde, das wäre auf jeden Fall nochmal sehr nice. Wir haben noch. Komm, eine Box. Eine Box. Noch. Eine Box. Okay, wir müssen uns für die letzte Box nochmal vorbereiten. Was willst du machen? Also zum einen gehe ich hier auf ja. Der Nita. Und während ich der Nita drücke. Müsst ihr euch noch mal mit Föhn drehen. Ja, mach jetzt! Okay, let's go. Ah, nee. Ja, Ehre. Okay, Freunde. Jetzt, bin verdreht. Jetzt, das muss was gebracht haben hier. Warte, ich hier noch mal von der Seite die Energie. Die Energie, oh. Die einatmen. Ah, okay, Freunde. Leider nichts in der letzten Box. Aber, ich sag mal so, ich habe, denke ich mal, die Folge gewonnen. Wir werden auf jeden Fall den Punktestand sehen. Richtig nice, Freunde. Also ich zeig nochmal die Brawler schnell. Ja, alle selten, alle super selten. Alter, voll gut eigentlich. Ja, 3 epische, 2 mythische, Freunde. Okay, nice, Alter. Und Mr. P richtig gezählt. Ja, okay, Freunde. Lasst unbedingt nochmal ein Like da. Checkt bei Clash Games das Video ab. Und checkt natürlich unbedingt Atomax auch ab. In der Beschreibung ist verlinkt. Und würde ich sagen, das war's dann vor dem Video. Und ciao.